Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dinosaur King. Das letzte Mal haben wir ordentlich auf die Mütze von Ursula, Rod und Sandra bekommen. Ja, Rod, ich weiß mittlerweile den Namen wieder. Nicht mehr Lauras Schwester. Ja, dementsprechend habe ich ein bisschen trainiert. Jetzt sind alle so auf den Level 48. Ja, mal gucken, ob ich jetzt bessere Chancen habe oder nicht. Weil mein Problem ist immer noch, dass sie so einen Random-Faktor haben und ich hasse den. Okay. Ja, diesmal werde ich nicht so ein Glück haben. Das ganze Spiel basiert jetzt mittlerweile auf Glück auf dem Ende. Ah. Nett. Ich habe sogar gewonnen. So. Wird der jetzt mir nachmachen oder ein nach vorne gehen? Ich riskiere mal. Glück gehabt. Aber ist das auch festgeschrieben, dass der jetzt immer einen nach vorne geht? Sehr schön. Das ist wirklich jetzt ein guter Start. Wird der jetzt immer noch einen nach vorne gehen? Nee. Jetzt schon wieder nicht. Aber hat zum Glück gereicht. So, der Daspleto. Der hatte letztens mit einer entscheidenden Aktion gestartet. Oder ist es... Nee, okay. Gleichstand, das ist nicht gut. Geht er jetzt nach vorne oder nach hinten? Nach vorne mit. Er will auf Nummer sicher gehen. Ist es jetzt in Stein gemeißelt, dass er nach vorne geht? Okay. Ja, ich wollte nur wissen, ob das wirklich fest in Stein gemeißelt ist. Der muss ja jetzt auf Stein gehen. Und dann hat er verloren und dann müsste er rein theoretisch auch ein nach vorne gehen. Oh, aber nein. Gehen da wieder mit Stein? Ja, tatsächlich. So langsam habe ich es doch raus. Ah ja. Da müsste er jetzt auf Schere gehen. Oh, ne, bleibt bei Stein. Okay. Und mein Karno ist somit tot. So, oh Gott. Da müsste er jetzt auf Schere gehen. Ah, Sandkraft. Stimmt, ich habe auch andere Aktionen jetzt drauf. Und mit dem Level-Up kamen natürlich auch andere Angriffe. Dieser Angriff zum Beispiel ist sehr praktisch, wenn ich ein bisschen verloren habe und Leben, weil der 35% wiederherstellt. Und der Jagdangriff. Auch ganz nützlich, wenn ich den treffe, dann kriegt er immer Bonusschaden noch durch den Tapejara, der nochmal erneut angreift. Sehr schön. 6300. Hat für ein stabiles Level abgereicht. Du musst jede Chance auf den ja, okay, Gewinn an den Hörnern packen, das sagt er ja immer. Oh wei, Ursula wird mir die Hölle heiß machen. Hm. Ja. So. Machen wir jetzt mal simpel. Mal ganz kurz, ich habe keinen Bock, Getränke zu verschwenden. Deswegen
laufe ich hier ein bisschen im Kreis und dazu meine Lebenspunkte wieder auf. So. Die Frage ist, was ist eigentlich hier in die Luft geflogen? Nein, da war Rob. Also kann ich auch zu Rod kommen. Okay. Okay, ich mach mal kurz Pause, bis der wieder voll ist. So, da bin ich auch wieder. Alle haben wieder volle GP. Dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal gegen Rob. Ja, ich bin's wieder. Bist du bereit für ein neues Kräftemessen Mann gegen Mann? Ich sehe aber bei dir keinen Mann. Du bist vielleicht 12, 13? Gut, einer hat immer gesteinigt. Wie fängst du an? Mit Papier oder mit deiner speziellen Aktion? Mit deiner speziellen Aktion. Und es ist gut zu wissen, der fängt immer mit Schere an. Gehst du auch immer nach vorne? Nein, du gehst zurück, okay. Und wenn du gewinnst, gehst du dann wieder... Obwohl, das macht keinen Sinn. Okay. Bei Gleichstand geht er eins zurück. Dementsprechend müsste er, wenn er verliert, trotzdem einen nach vorne gehen. Wenn ich mich nicht irre. Kann aber auch sein, dass er mich nachäfft. Gut. Wir wissen ja, beim Gleichstand geht er zurück. So. Wissen, er beginnt mit Schere. Genau. Gut, dass der sich dran hält. Er war einer, der nach vorne geht. Nee, zurück. Wenn er verliert, dann geht er einen zurück. Warte mal, ging ja nicht beim Blitz, beim Lächeln zurück. Gehst du jetzt wieder nach vorne? Nein, du bleibst. Hast jetzt einen Gleichstand, deswegen gehst du zurück wieder. Schubs. Und ich muss echt meine Finger im Griff halten, weil ich überspringe aus Versehen häufig Aktionen, was ich eigentlich gar nicht will. Wie das Nebelschwert habe ich gerade übersprungen. Dann kann ich euch das jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Ich finde die Aktion ist ziemlich weird. So. Der Chasmosaurus. Ein Super Alpha Chasmosaurus. Der müsste ja jetzt wieder Schere machen. Nee, der hält sich nicht an seine eigenen Spielregeln. Das finde ich uncool. Immerhin da hält er sich an die Spielregeln. Das heißt, Ursula müsste ja rein theoretisch mit Papier beginnen, weil sie die dritte ist im Bunde. Ah, spielt er mit ehrlichen Mitteln.
so weird aus, wie das Schwert einfach rauskommt. Das erinnert mich irgendwie an Orochimaru, wenn er sich das Schwert rausholt aus dem Hals. Und die Lebensrinne. Sehr schön. Das war einfacher als ich dachte. Ja, nein, ich habe nur gut trainiert jetzt. Mann, wie hast du das gemacht? Ich bin Rod aus der Alpha Gang. Vergiss das ja nicht. Ich hatte dich kurzzeitig vergessen und nur als Lauras Bruder betitelt. Okay, jetzt ist die Mitte frei. Jetzt mache ich aber nicht denselben Dings. Ich habe ja immer noch was zum Heilen. Fällt mir ein. Ich meine, ob ich die jetzt so heile. Na, ich habe immer noch Übungshefte. So. Jetzt ist immerhin die Mitte frei. Und die wird fallen. Ah, nee. Sobald ich Ursula besiegt habe. Und ich gehe davon aus, dass Ursula mit Papier beginnt. Sie ist jetzt schon im Furienmodus. Ich habe keine Feiere mehr. Ja, ja, dafür werde ich dich verwenden. Das hatten wir ja schon häufig. Okay. Klang jetzt nicht so gut tatsächlich. Machen wir das Wind tief halten. Ah, die genau mit einem Stein. Okay. Geht sie jetzt nach vorne oder nach hinten? Oder bleibt sie? Das ist die Frage. Drei Möglichkeiten. Ja, ja. Ich weiß selbst nicht mal, was ich denke. Sie geht zurück. Okay. Heißt ja, wenn sie verliert, müsste sie nach vorne gehen. Beim Gewinnen geht sie zurück, beim Verlieren geht sie nach vorne. Würde ich jetzt spekulieren. Ne, sie geht zurück. Okay, sie bleibt dabei, zurückzugehen. Egal, ob sie gewinnt oder verliert. Oder das war jetzt einfach nur ein Zufall, weil ihre Papieraktion fertig war. Jetzt bleibt sie gleich. Okay. So. Ich weiß nicht mal mehr, was die Lebensrinne bringt. Ah, ich glaube 35% der... So. 35% der Lebenspunkte gehen flöten beim Lebensrinne vom Gegner. Ziemlich stark dafür, dass es nur 3 HP kostet, ich würde sagen. So. Der blaue Schwanz reicht aber auch komplett aus. Jetzt ist mein Gleichstand. Sie müsste, wenn sie sich an die Spielregeln hält, ja mit Stein wieder beginnen. Oder sollte man sich da nicht bei ihr drauf verlassen? Gott, ist der hässlich. Jetzt macht sie... Okay, da sollte man sich nicht drauf verlassen. 20%. Wie willst du wissen, was ich denke, wenn ich selbst nicht mehr weiß, was ich denke, weil ich gerade versuche herauszufinden, was du machst? So. Soweit ich weiß, war das allerdings noch nicht... War es noch nicht mit der Elite vor? Nach Ursula kommt, glaube ich, noch jemand. Also vor Dr. Zeth, Dr. Zeth. Zeth, nein, ja, Zeth könnte es sein. Miguandon.
Okay, Super Alpha Iguanodon. Jetzt macht sie Papier. Das heißt, sie spielt nicht nach fairen Regeln. Nein, mein, da bleibt sie gleich. Bei Gleichstand geht sie zurück, aber wenn sie verliert, müsste sie zurückgehen. Wird sie vom Nebelschwert durchstochen. Ja, ich habe keine kaum HP mehr dabei. Okay, jetzt geht sie nach vorne. Aber beim Gleichstand zurück. Ne, ja, jetzt geht sie wieder nach vorne. Ich verstehe das nicht. Okay, jetzt kann sie ja nur Schere oder Papier. Das heißt, ich kann nur einen Gleichstand oder gewinnen. Das war wichtig, dieser Treffer. Und schwupps. Das sollte es eigentlich auch... Oder auch nicht. Ja, okay, aber mit dem nächsten gewinne ich so oder so. Und schwupps. Oh yeah. Der Kampf wurde gewonnen. 6300. Reicht für ein Level-Up. Sehr schön. Sorry, aber der Sieg ist meiner. Oder mein. Jetzt ist sie nicht mehr so eine Furie. Jetzt ist sie nur noch... Hoffentlich verursacht das jetzt ordentlich in den Kanal. Da fehlt das Haar. Und Death. Okay. Jetzt habe ich... Genug getan. Geld darf ich bei dem benutzen und bei dem. Für den anderen reicht es. Eine simple Sprosse oder dreiblättriges Kleber oder dreiblättriges Kleeblatt. Gut. Dann speichere ich mal. Ja, da sieht man es. Seit dem letzten Mal habe ich ungefähr 10 Stunden trainiert. Natürlich mit neunfacher Geschwindigkeit. So, Seth. Er hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Das war einfach nur Glück. Bisher, wenn es darauf ankommt, überleben nur die Stärksten. Jetzt gibt es nur noch dich und mich, Ken. Mal sehen, wer der Stärkere ist. Ich hab Angst. Oh, Spiny. Spiny. Jetzt geht es wieder mit Rätselraten los. Das Wasserschwert, das finde ich gut. Also, ich mag den Angriff, aber nicht gegen mich selber. Aber das ist gut. Ach nee, war mal Wasserschwert, ich habe ja Nebelschwert. Ach du Kacke. Das ist uncool. Okay, wenn er gewinnt, geht er einen nach vorne. Das heißt, jetzt muss er ja wieder nach hinten gehen. Nee, er bleibt gleich beim Gleichstand. Okay. Aber wenn er gewinnt, dann geht er nach vorne. Ja, okay. Das heißt, wenn er verliert, geht er nach hinten. Erstmal müssen wir das Moveset wieder erkunden. Aber er kann sowieso kein Papier nehmen. Das heißt, entweder Stein oder Schere. Okay, wenn er nach verliert, dann geht er nach vorne. Okay. Beim Gleichstand blieb er gleich. Oder er ändert schon wieder sein... Er ändert es schon wieder. Ich mag das nicht, dass die anderen ihr Moveset ändern wollen. So. Er konnte ja nicht auf Papier ausweichen, also muss er das nehmen. So. Die Lebensrinne sollte aber ausreichen.
Richtig kalkuliert. Ein Schunosaurus. Der sieht cool aus. Der hatte mit Stein begonnen. Hält er sich an die Regeln? Ja. Finde ich gut. Das ist nicht gut, dass der sich an seine Spielregeln hält. Anders als Ursula, die immer wieder mit was anderem beginnt. So. Kann der Irritator wenigstens noch ein bisschen Schaden raushauen. Und Nebelschwert. Ah, jetzt bleibt er bei der Aktion. So. Entweder Gleichstand oder Sieg. Der Sieg ist mein. Zumindest diese Runde. Ah ja. Aber das reicht noch nicht. Ja, da muss er ja Schere nehmen. Beziehungsweise hat er noch einen geheimen Angriff. Genau. Der Suchumimus. Ich will die Magma-Störung mal sehen. Ah, okay, der beginnt mit der entscheidenden Aktion. Das ist der Unendlichkeit. Hier habe ich auch mal eingesetzt gehabt, die Karte. Ah, okay, der hat die Alpha-Attacke. Okay. Elektrogenerator. Juhu. Hm, du bist... Nee, nicht würdig, bla bla bla. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Zef wieder. So, wir sind wieder bei Zef angekommen. Wir wissen ja, er hat seine entscheidenden Aktionen. Ja, ja. Der beginnt mit... Nee, warte mal. Hier, doch. Das ist ja auch eine entscheidende Aktion, wie du beginnst. Und das Windschwingen. Und dann war es, dass er mich nachgemacht hat, wenn ich gewonnen habe, glaube ich. Er ging nach hinten dann ein. Und dass dein Papier auch so viel verbraucht, das heißt, du kannst nur noch Schere oder Stein benutzen. Und die Schere, das heißt, Spiny ist weg. Spiny, nein. Den mochte ich tatsächlich, als er klein war. Der war lustig. Spiny in kleiner Version. So. Deine entscheidende Aktion ist ebenfalls Stein. Du wirst wieder geschwungen. Ich finde es aber auch so genial, wenn das so ein Lillian Sternus macht, bei denen die viel, viel größer sind oder so. So ein ganz kleines Ding, was dann so ein... Okay, der kann gerade sowieso nur Papier oder Schere machen. Ah, jetzt geht er nach vorne. Das finde ich jetzt nicht korrekt. Beim Gleichstand geht er wieder zurück. Nee, geht er nach vorne. Ich kann ja nur noch Schere oder Stein machen, genau. Das Windschwingen schon wieder. Werde ich Zef noch besiegen? Bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber ich will noch nichts beschwören. Ich meine, der hat gerade mit Schere begonnen. Genau, okay, gut. Der Schwanz der Rache. Passt Zef gut. Tatsächlich. Sehr schön. Gut geraten. So, das ist ziemlich gut geraten vorhin gewesen. Oh, ich muss noch ganz kurz was machen. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon weitergemacht. Ja, eine Aktion habt ihr jetzt verpasst. Das wird schwierig.
Ich muss so kurz was machen. Hat er eigentlich auch weitergemacht, aber nee, der hat nochmal pausiert. Frech. So, auf jeden Fall haben wir jetzt gewonnen. Sehr schön. Ohne Verlust diesen Kampf gewonnen. Muss jede Chance, okay, ja. Seit unserem letzten Treffen hast du dich verbessert. Du bist ein starker Gegner. Aber Dr. Z ist noch nicht viel, viel stärker. Ist noch viel stärker. Stell dich lieber darauf ein, leb wohl. Gut. Das Meisterbuch. Ein Meisterbuch. Und noch ein Meisterbuch. Sehr schön. Dann würde ich hier sagen, beende ich mal den Part. Und man sieht sich das nächste Mal wieder bei Dinosaur King. Ich denke dann auch im finalen Part. Würde ich sagen, tschüss, hauen Sie herein, meine Freunde. Bis dahin. Tüdelü.